Ella, endlich! Neues Glück kurz nach der Geburt. Im Juni machte Ella endlich die Jubel-News offiziell, sie ist Mutter eines kleinen Sohnes geworden. Nun, kurz nach der Geburt, teilt sie erneut ihr Glück mit ihren Fans. Für Ella endlich stand zuletzt erst einmal eine Bühnenpause auf dem Programm. Die Schlagersängerin wollte sich voll und ganz auf die Geburt ihres kleinen Söhnchen konzentriert. Lange konnte die 39-Jährige jedoch dem Scheinwerferlicht nicht fernbleiben. Obwohl ihr Nachwuchs erst im Juni dieses Jahres zur Welt kam, steht die Musikerin jetzt bereits wieder auf der Bühne, für sie ein großes Glück, wie sie jetzt betont. Ella endlich. Sie ist einfach überwältigt. Ella endlich ist eine wahre Powerfrau. Punkt. Die Neumama gibt nur einen Monat nach der Geburt ihres Sohnes schon wieder Konzerte, war zuletzt bereits wieder im Fernsehgarten in Mainz zu Besuch, um zu performen. Jetzt sprach sie im ZDF-Format Leute heute über die kurze Auszeit, die sie sich für ihr Baby gegönnt hatte. Die Stimmung ist unfassbar. Ich war jetzt ein bisschen länger in Babypause und habe das total genossen. Ella endlich. Da scheint die Schlagersängerin ja voller Glück und Energie zurück in ihr Leben als Musikerin gestartet zu sein. Bleibt nur zu hoffen, dass sie sich so kurz nach der Geburt mit ihr Leben als Neumami und Bühnenstar nicht übernimmt. Bislang wirkt es jedoch so, als könnte es Ella endlich damit nicht besser gehen.